Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei ServiceD. Wir sind gerade unterirdisch im Bergwerk und jetzt suchen wir einen Weg nach draußen. Ich habe ihn gefunden. So nach oben komme ich nicht, also muss ich über den Canyon campen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich hier lang komme. Aber irgendwie werden wir schon einen Weg finden. Es ist hochinteressant hier. Hier war ich noch nicht. Kann man aber auch schlecht landen, ne? Sonst könnte man ganz gut hier ein Bergwerk Öltür abbauen. Wir brauchen kein Dings bauen. Wir müssen erhöhte Position gehen. Da ist auch keine Ecke. Also ich muss nach oben, ne? Nachladen. Gehen wir lieber in Schatten rein. Jetzt wird es interessant. Aber richtig interessant. Das kenne ich ja gar nicht. Das ist ja hochinteressant. Ich bin nicht alleine. Tut mir leid, dass ich den Arsch schießen musste, aber musste sein. Echt leid, Topf. Hab ich mich verfehlt? Ich bin mir extrem schreckhaft. Aber wirklich schreckhaft. Bin ich alleine. Noch ein Achter ist er, sagt er gerade. War ja voll gepäckmäßig. Jemand sauer. Bin zwar auch sauer, aber deswegen kloppe ich auf Stein. Oh, hier ist auch so ein Bergwerk rein. Glaube ich, wenn wir öfters herkommen. Da kommen wir nicht rüber, da kommen wir. Hochinteressant. Na gut. Hier müssen wir eh später mal herkommen, weil ich bin eh vorbeladen.
Ich hab dich vorher gewarnt. Kennt er kein Karton? Ja, wie komme ich hier wieder raus aus dem Canyon? Die Mine ist ja schön. Was Date hier schön ist. Ja, National Forest. Muss irgendwie rauskommen. Aber hier scheint keinen Weg zu finden, zu geben. Geier habe ich auch noch einen gehabt hier. Wundert mich eigentlich. Das ist typisch. Na, Steine kommen, wir bin ich hier rum. Federn auch nicht. So keine Federn. Jetzt können wir rohe Eier essen, notfalls. Dann bleiben wir lieber in Schatten. Scotty, beam mich raus hier. Wer hat hier deine Tasche verloren? Handwinkel. Dose. So, wo die gut sind. Ah, hier geht's auch nicht raus. Brücke ist kaputt. Schöner Kaktus. Aber ich glaube, tut mir weh. Schatten gehen. Ich glaube, hier ist Blei. Blei. Ich brauche ein bisschen Blei. Lieber Laden. Ein bisschen Blei gekriegt. Reicht ja. Müssen wir gucken, dass ich hier rauskomme. Also ich wollte sagen Kaff, aber hier ist ja diese Ecke. Also da oben sehe ich was. Gebäude. Ist ja auch wieder interessant, ne? Hier ein Auto verloren. Ja, mir ist warm. Aber Essen ist da. Das soll mal zu einer Kühe gelagert werden, das können wir auch gleich nutzen. Zurzeit weiß ich nicht, was ich wegwerfen kann. Ein Auto nicht zerlegen und Schrott kann ich auch nicht brauchen. Gehen wir mal in den Schatten rein, ne? Und weiter geht's. Das ist 16.20 Uhr, da wollen wir bald bei Eiern, ne? Hier könnte man einen Weg rausfinden, glaube ich. Das sieht so aus, als wenn es hier oben geht. So ungefähr. Dann müssen wir notfalls mit dem Erdbohrer da oben kämpfen, ne? Ah, hier geht's hoch. Hubschrauber finden, ne? Können wir mal die Gegend von der Luft aus erkunden und dann können wir sehen, wie wir am besten mal hinkommen und da
unser Unwesen treiben können, ne? Also richtig mal schön ausgiebig erstmal absichern die Bude, dass wir da nicht gestört werden. Jetzt nur mal der Hubschrauber ist ja hauptsächlich im anderen Canyon, ne? Ich meine, gut, da baue ich in Not eine Behelfsbrücke aus, aus Holz. Da ist die Stadt. Oh Gott. Da ist die Mine. Ach du dicke Neune. Da muss ich mir richtig Gas geben. Wenn ich Glück habe, bin ich auf der richtigen Seite. Wenn ich Pech habe, naja, gut, muss ich dran denken, ne? 16:46 Uhr, ihr wisst ja, was heißt. Auch wenn das noch lange hinscheint, bis zum, ne, also bis zum, bis zur Nacht, aber, ja, halt 17 Uhr, das sind noch rund 5 Stunden. Ne, da wollen wir nicht runter. Da kommen wir nicht mehr in guten raus. Beziehungsweise wir haben zu wenig Ressourcen. Also zu trinken könnte man was machen, Feuer und so, das kann man sicherlich machen, aber jetzt aktuell sehe ich mal lieber zu, dass man Hubschrauber kriege hier. Dann kann man ja notfalls ja da unten ja landen, ne? Und starten müsste auch gehen normalerweise. So viel Platz müsste sein. Dann können wir unterirdisch unser Öl abbauen. Beziehungsweise, ach du dicke Neune. Unser Ölschiefer für weitere Benzinherstellung. Bisschen werden wir immer brauchen. Aber ich sehe da schon ganz, ganz, ganz blöd, dass das auf dem verkehrten Ende ist. Sonst gibt es hier keinen sicheren Platz für die Nacht, ne? Selbst, ja gut, beim Händen, da könnte man gut bleiben, aber was ist da für ein Gebäude? Also hier gibt es so viele Gebäude, das wird doch nicht wahr. Ah, gut. Jetzt vielleicht im Canyon in die andere Richtung gehen müssen, ne? Aber ob es da hoch, naja, kann man nicht wissen. Aber ich kriege echt Hunger. Naja, gut, die Folge schaffen wir noch. Fliege rein, wenn noch klappt. Können wir noch mal fliegen? Oh, das sieht aber ganz, ganz mau aus. Da gibt es mehrere Stellen. Da sind wir rausgekommen. Sind. Also wer sich hier austoben möchte, der kann es tun, ne? Aber richtig. Ah ja.
lange beißt hier. Hätte mir noch gefehlt. Sorry. Für Kopf ab. So. Wo bin ich gelandet? Irgendwo. Ah, ich habe meinen Hubschrauber gefunden. Naja, Hubschrauber, das ist eher so ein kleines, ne? Aber. Ich starte nochmal, ne? Hey, starten! Immer Höhe gewinnen. Ja, mal gucken. Wie wir da mal vielleicht mal was machen können, ne? Das ist ja der Bereich, wo wir reingehen könnten. Und hier könnten wir ganz kurz mal reingucken. Das ist eine schöne Villa. Oder da oben, wo das schöne Zaun drum ist. Ich gehe mal auf den Landeanflug, ne? Ne? Also ich kann kein Englisch, dann würde ich sagen, hier. Ach, Mikrofon. Also landen geht einfach. Ein bisschen umräumen. Steine kommen wir. Ne, das muss ja nicht unbedingt, ne? Steine können wir immer notfalls woanders holen, ne? Ja, Sand. Gleiche mit Sand und so. Das kann ich ja lieber vor Ort zurecht basteln, ne? Ja. Will mal gucken. Öl noch rausnehmen. Die eiserne Armbrust. Muss ich mal testen, ob da Munition sparend ist, ne? So, Villa oder das hier? Gehen wir hier rein. Ja. Bist du auch tot? Wäre natürlich äußerst unschön, wenn eine Mauer mit Stacheldraht hat. Muss Armeeschutzpunkt sein. Der Beinbruch hat sich erholt. Dann suchen wir die lange, ne? Da gehen wir rein, ne? Tag.
Dann hier. Benzin. Hier ist auch ein Tor, ne? Tag. Klar, Wasser ist auch gebraucht. Da haben wir einen Leck. Die Weste nutzt hier auch nichts. 8.36 Uhr. Sahne aus dem Keller sind die schönsten Sachen. Ach so. Naja. Da wollen wir nicht rein. Das ist natürlich blöd. Hat sich gelohnt. Ey, wieso ist das zu? Aber wir haben Erdbohrer da. Muss ich gewusst haben. Das ist gut. Kühlmaschenmod. Ach so. Hätte mir doch vor den Code geben sollen, ne? Lassen, bevor er mich umschießt. Damit ich nicht mehr schießen kann. Aber die 10 schaffen wir noch vorher. Benzin wird reichen. Maschinengewehr ist eine schwache Kühe. Aber kann man sich zerlegen. Und können wir dann bei Gelegenheit mal neues bauen, ne? Was besseres mit den Teilen mal gelernt haben.
Die Schrotdinger sind nicht schlecht. Oder einer sind schwach. Fünfer Messer, haben wir noch schon Sechser, ne? Hm. Sehe ich gerade. Ein Mod für den Gürtel. Panzerglas 3000. Aber das hier hinter. Oh, 7000, das ist heftig. Oh, ja, ich hab's übersehen. Aber Panzerglas, das werden wir nicht durchgehen. Das bringt ja nichts, ne? Wir kommen ja anders rein. Schluckspecker Durst. Ja, Silberkluppen. Eine AK-4 ist auch schon gut. Aber ja, eine 5er schon, ne? Eine doppelte Luftschrotflinte? Naja, gut, okay. Ja, wohin mit dem Scheiß, ne? Gut, gehen wir raus. Ich bin voll beladen, ne? Maschinengewehr, man weiß ja nie. So, 19:33 Uhr, 20 Uhr zu Hause sein. Gibt warm zuerst noch, glaube ich. Aber ich sage schon mal Tschüss um den Winkel. Ciao, ciao. Ja, wir machen weiter, sobald. Ja. Ich wieder in Basis bin, dann werde ich mal sehen, ab wann sich das genau lohnt. Eigentlich müssten wir nochmal herkommen, ne? Jeden Fall, wir werden noch mal herfliegen. Wir werden herfliegen wegen der Mine und der ganzen schönen Sache. Wie wenn wir jetzt schön rausgehen hier? Wir haben ein bisschen was gekriegt, gefunden. Mehr oder weniger wertvoll. Dann sagt mal Tschüss und winke, winke. Jo, ne? Bis, ich hoffe, vielleicht kommt die Bau wieder rein. Tschüss und noch mal schönen Dank fürs Reinschauen.